Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Ark Genesis Part 2. Ich hatte ja versprochen, wir machen jetzt heute keine Baurunde. Ich versuche mich auch stark, wie ich bin, dran zu halten. Ja, wir machen es nicht. Punkt. Ich suche jetzt hier gerade noch meinen... Ja, hier das... Das Ding, was die Fangnetze schießt. Ich hab vergessen, wie es heißt. Sperrkanone? Ich glaube Sperrkanone oder so. Ah, da ist es. Harpunenschleuder, genau. Denn wir werden heute mal uns ein bisschen hier über unsere Ecke wegbewegen. Ich hätte nämlich langsam mal Interesse, die ganzen Textleute, die ich mittlerweile gesammelt habe, hier nach Hause zu bringen. Es sind so, ich habe glaube ich mittlerweile 4 oder 5. Das ist so, ja, weil jeder hat immer mal irgendwelche anderen Funktionen. Da bin ich halt mal neugierig, nehme sie dann mit. Das Ganze kombinieren wir natürlich hier einmal mit Lootstrahlen looten. Ich habe noch einen Teleporter dabei. Den... was ist das denn? Oh, ein Alpha-Kano. Am besten bleibt... Oh, Alpha-Raptor noch dazu. Ihr seid ja super. Ja, ich gehe mal hier weg. Rex. Ja, wir machen Tour. Beziehungsweise eigentlich könnte ich die Tour ja auch mal wieder mit Anton machen. Fällt mir gerade ein. Müssen ja nicht alles... Was ist das denn? Minigun. Oh, Säbelzahntiger-Sattel, Tech-Doppeltüren, Wasserreserv... Oh, nice! Das finde ich geil. Ich habe das Smartphone eingepackt, damit ich mir meine Textweite wieder suchen kann. Ich habe leider nicht so ganz eine Ahnung, wo die geparkt sind. Alter, wie heiß siehst du denn aus? Eieieiei. Ich sehe jetzt nicht unbedingt das Level, was ich gerne hätte, aber die Farben sind ja strange. Okay, sollten wir heute nichts so Spannendes finden, werden wir den einsacken. Einfach aus Prinzip. Das sind hier keine Farben. Oh, das ist Summer Event, ne? Schlimm. So. Wo ist denn Anton? Da. Komm, lass uns mal wieder auf Reisen gehen. Und... Hopp. Woo. Ah, er ist doch geil. Ich kann natürlich jetzt nicht so viel tragen, aber ich habe einen Teleporter dabei. Wir können regelmäßig ausladen unterwegs. Entsprechend haben wir damit keine Sorgen. Folgst mir, sehr schön. Ja, Elementstaub, cool. Seife, okay. Nitrat, ja, ja, also nicht Nitrat, Silikat. Nett. Das Einzige, was dir eigentlich noch fehlt, ist eine Möglichkeit zu klettern. Dann bist du eigentlich für alle Gegebenheiten hier der beste Begleiter. Na? Ja. Der Gleiter, okay. Oh, Götzenpulver. Das ist mir sogar ein bisschen ausgegangen. Sehr schön. Da. So. Was haben wir hier? Lymantrie, die habe ich hier noch leider noch gar nicht gesehen. Dunkle Eos-Zeug, okay. Jo, Skorpione. Dann haben wir jetzt hier die wichtigen Strahlen schon mal mitgenommen. Wertes Smartphone. Tribe Dinos. So, Textuelle. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 Stück sind schon. 2 davon sind ziemlich gleich positioniert. Das sind die zu Hause. Das sind die beiden. Machen wir uns auf den Weg. Ach! Der ist gar nicht so weit weg. Oh. Ist auch ein hübscher. Ah, egal.
Na? Micha, was du denn hier? Auf jeden Fall ziemlich... Du hast schon ordentlich Schaden hier. Okay. So, dann. Kriegst du hier einen Teleporter gesetzt unter den Arsch? Nutzen wir das doch gleich, um unsere Sachen nach Hause zu liefern. Okay. Einfach rüber. Oh. Dazu ergänzen wir nochmal den Biberdamm, der hier ist. Schon mal den ersten nach Hause gebracht. Oh. Ne, hat doch genug Gewicht. Okay. Haare. Dann darfst du dich mal... Nein, nein, nein. Teleporter. Gut, das funktioniert ja erstaunlich schlecht. Ah! Doch funktioniert. So, einer weniger. Das, wir nehmen den einfach wieder mit. Aufheben. Und schauen wir mal, wo treibt sich... Wir brauchen... Zwei brauchen wir noch. Tribe Dinos. Tech. Zu Hause, zu Hause, zu Hause. Quasi zu Hause. Oh. Hey, ist weiter weg. Ah. Eine große Raptorenfamilie. Schön. Mit denen lege ich mich jetzt nicht an. Oh, bist du ein... Oh, ist der hübsch. Ist es eine Sie? Nein, ist es nicht, aber... Wow, ist er hübsch. Ja. Ja. Ich muss kurz die Wölfe loswerden. Der Thylacoleo ist hübsch. Natürlich auch anfangen zu wehren, so ist es nicht, aber ich glaube, dafür ist Anton nicht so der Beste. Leute, kommt mal alle her. Schön weit weg von dem Schüler. Machen wir es halt mal in einer anderen Art und Weise, ne?
So. Bestenfalls sind wir die Wölfe jetzt los. Hübsch ist er. Oh ja. Wo ist er? Oh ja. Das weiß. Also Thylakoleo hatte ich jetzt nicht auf meiner To-Do-Liste, aber ey, ist der hübsch. Manuel. Manuel. Besten Fall. Können wir den einen rausnehmen? Okay, das wirkt ein bisschen risikoreich. Aber ein bisschen dichter. Und so. So. Niemand mehr da. Du stehst auf gegrillten Hammel, ne? Ja, du kommst da glaube ich nicht durch. Leute, nächster Tüler. Oh yeah. Treffe ich dich dadurch überhaupt? Oh. Ja. Das ist ein Alu. Der ist jetzt nicht so geil, der Alu, der hat. Den muss ich notfalls weglocken. Ja, ja, mehr als einer. Die kommen ja nie alleine. Oh, scheiße. Ach so. Oh, er liegt. Oh, ja. Warte mal, Settings. Large, Drohne. Ich komme gleich wieder. Der wollte gebratenen Hammel. So, packen wir dich mal um. Oh, entschuldige. Entschuldige. Dich habe ich ja ein bisschen überladen. Darf ich dich jetzt reiten? Ja. Frag ihn mal. Wir haben, einer ist hier direkt bei mir unten an der Klippe, deswegen den brauche ich jetzt gar nicht suchen. Oh, haben auch alle komplett unterschiedliche Farben. Ich habe noch keinen mit so einer großen Kanone unten drunter. Das sollten wir vielleicht nochmal nachholen, wenn wir da über welche stolpern. So, Anton, mitkommen. Wir haben hier ein bisschen Hammel. Lass uns das mal braten. Anton, bist noch da, genau. Bleib mal da. So, wir haben nämlich noch einen Industriegrill. Da. Gibt's den auch in S+. Ja. Dann machen wir da mal ein S+ draus. Und stellen den mal drüben mit in die Technikwerkstatt. Zack.
Und wird. Dann gibt es ein bisschen gebratenen Hammel für dich. Stell es da jetzt einfach mal dran. So, zack. Brenne. Oh, macht er sich sogar auch 20 Sachen gleichzeitig? Nur ein Durchgang? Oh, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 12. Besser als nix. Er wird ja noch... Oh, hat schon ordentlich was verloren. Kriegt notfalls nochmal eine Ladung Betäubungsmittel. Ich denke mir auch gerade mal, aufgrund der Allosaurier, die da sind, die sollten wir vielleicht mal beseitigen. Da werde ich einmal Spinos für einpacken. Hallöchen. Hör mal, Überlebender. Ja, ich höre. Gar nicht. Okay. Na komm. Zack, zack. So, 20 Hammelkeule. So, Spino, Männchen, Weibchen, bitte. Weißt du? Ja, machen kurz da ein bisschen Platz drumherum. Oh. Ah, willst du nicht? Doch, doch. Sei artig. Perfekt. So. Macht mal. Guten Hunger. waren 140 dabei. Schick. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Komm mal hier in die Richtung. Komm. Geht mal ein bisschen spielen. Schön. Hier noch was. Jetzt ist hier gerade nichts los, ne? Sehr schön. Ich weiß bei ihm jetzt noch nicht, ob er nachbetäubt werden will. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Markiere mich den mal. So. Aber ich befürchte, er muss nachbetäubt werden. Dann kommt mal hierher, Leute. Habe euch nur kurz gebraucht, um die Allosaurierpest zu beseitigen. Nach Hause. Geht mal da hinten hin. So. Okay, es gehen nur die mir gerade folgen. Sehr schön. Hatte schon Angst, dass ich jetzt alle da hinschicke. Entern. Kannst gerne wieder mitkommen. Beziehungsweise ich nehme nochmal Betäubungsmittel mit. Krieg da nochmal zwei Ladungen. Wir haben noch ein bisschen MK3. Dann nehmen wir auch gleich das gute Zeug. Anton. Scheiße.
Wollte einen Strahl haben. Hat sich erledigt. Gehen wir die Richtung. Dann nehmen wir halt nicht den Teleporterweg. Dauert ja glücklicherweise nicht so lange mit ihm. Oh, ich glaube, er muss nicht nachbetäubt werden. Oh, 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 oh. Du Skorpion. Oh, du bist schon wieder so ein Bund dabei. Oh, der sieht ja geil aus. Ich hoffe mal, dass er doch nicht gleich schlafen legt. Der Bunte ist geil. Habt ihr es bald? So, du bist Level. Schade. Von den Farben her ist der einfach göttlich. Naja, egal. So, ich hab einmal Betäubungsmittel für dich. Gönn dir. Oh, passt schon. Mit dir gehen wir jetzt weiter auf Tour. Wir haben noch einen Strider zu holen. Nee. Da hinten links. So. Da war ein roter Hirsch. Das sah strange aus. Oh Mann, ich glaube, den hatte ich hier hinten. Der war irgendwo am Wasser. Er taucht schon auf. Ach da, ich glaube, da vorne steht er. Und was bist du für einer? 20er. Und was hast du Schönes? Ich sowas wie dich schon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du hattest so einen komischen Radarkopf. Krieg ich's hin? Dort hier. So ein. Muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt auch noch einen Weg finde, den ich noch gar nicht habe, also von den Bauteilen, aus denen er besteht, dann schauen wir uns den mal an. Kann ich dich direkt umpacken? Falsche Richtung. Nee, wir haben den noch nicht. Oh. Beziehungsweise, was sagt der dritte? Also der fünfte von uns. Den habe ich ja irgendwo hier unten parken. Das bist du, ne?
Bist du zu uns oder bist du fremd? Der gehört zu uns. Dann hat er tatsächlich noch einen Aufbau, die wir noch nicht haben. Nett. Das heißt, wir schnappen uns das Muttergel und holen uns noch einen Textrider. Ich habe keine Ahnung, was ich mit so vielen soll. Das ist wirklich nur Experimentieren. Was die alles können, was da alles gibt. Muttergel. Habe ich bestimmt im Sonstiges. Oder? Alter, ist es ja. Okay. Und zurück. Da. Was hast du Tolles auf dem Kopf? Neck. Na? Was hast du denn Schönes? Excavation rigs. Striders equipped with this rig can mine high value resources of stone and metals. Oh! Alter, was macht er? Was macht er? Ist das cool? Warte mal. Da gibt's. Du warst doch hier ein Transmitter, oder nicht? Daten? Ja. Über damit. Ist das Ding geil? Und das Teil war hier nur auf der Stelle stattgefühlt. So, ausschalten. Ist jetzt wieder bewegungsfähig. Und was? Er hat ein Frontschild, okay. Das ist ja gar nicht so relevant. Trotzdem nett. Dann bitte hier. Und tschüss. Jo. Wir haben unsere Textrider alle nach Hause gebracht. Anton, ich werde angegriffen. Ja, kannst mich mal. Das ist schon etwas Gefährliches hier. Oh, wie gesagt, was hat der Tüler da? Oh. Habe ich jetzt vergessen. Schaffst du es? Jo. Den sammle ich mir auch mal auf dem Rückweg. Schauen wir, ob wir noch was Tolles finden. Oh. Habt ihr den Dodo auch gehört? Das klang nicht so nett. Jupp, der Tüler ist fertig. Oh, von dem. Oh, hätte ich da echt gern ein Weibchen zu.
So. Einmal nach drüben. Boah, eigentlich könnte ich hier noch einen Teleporter fest installieren, oder nicht? Warum nicht? Habe ich doch auch immer einen Blick ins Weltall, ne? Folgst du mir? Ja. Oh. Settings. Drohne. Lass uns doch mal die Struktur hier nochmal kontrollieren. Was kann die denn Tolles? Anton bringe ich aus Sicherheitsgründen nach Hause. Tschüss, Anton. Was haben wir denn hier Schönes? Blaue Kristalle? Okay. Und was ist das? Na? Element? Echt jetzt? Das ist geil. Das ist ja geil. Element direkt zum Abbauen. Delfine. Wie tamt man euch eigentlich? Wart ihr aggressiv oder nicht? Testet das natürlich direkt mit dem höchsten, den ihr hier gefunden habt. Hallöchen. Hi. Kann streicheln und kriegt Kampfmusik, okay? Hä? Ich verstehe es nicht. Darf ich euch streicheln oder darf ich das nicht? Okay. Was bringt es mir, dass ich euch jetzt gestreichelt habe? Probier ich nochmal. Hä? Jetzt haut's ab? Hä? Das erste Mal greifst du mich an, jetzt haust du ab? Was ist denn mit dir? Was für Element? Oh mein Gott. Ist das ein Passiv-Tame? Wo ist sie denn? Bist du das jetzt? Nee. Wo ist sie? Da, du haust ab. Fortschritt? Tatsächlich. Ist das cool? Streicheln? Okay. Streicheln? Füttern. Oh!
wie viel Glück kann ich denn haben, dass hier einfach direkt das Element vorkommen ist? Wie praktisch! Komm her! Ich hab wirklich so viele Sättel. Hier, du bist nicht mehr schnell. Hast du das streicheln, füttern oder wie war das jetzt? Streicheln? Streicheln? Oh, füttern? Ich habe nur 7 Element. Und wir sind bei... über die Hälfte. Ja, es kann sein, dass mir das Element ausgeht. Reicheln. Reicheln. Füttern, füttern, füttern. Wollte ich füttern. Warum wehrst du dich? The crew saw one of those creatures swimming in the interstellar medium and named it Astro Delphus, Space Dolphin. Someone aboard figured out how to tame and ride them. Guess they must have had a lot of time on their hands. Oh. Leute, wir haben ein... Das war streng genommen sogar ziemlich entspannt. Da ist die Plattform. Oh, wie gut! Jetzt habe ich nur das Problem, wie verhalten die sich innerhalb von Schwerkraft? Bitte nicht tot umfallen, bitte nicht tot umfallen. Okay. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass er nur im All funktioniert. Oh nein. Bitte nicht auf die harte Weise lernen. Was ist los? Was ist los? Hä? Ach, du futterst! Und bist nicht tot. Oh. So. Textwriter mir. Dich werde ich mal zum Metallfarmen mitnehmen. Okay, es funktioniert auch außerhalb des... Oh Gott, ich hatte gerade einen halben Herzinfarkt schon. So, Astro. Genug. 35, 40, beziehungsweise... Mit den... Hast du vielleicht noch einen? Tracy? Astro? Der Beste davon, 40, okay. Lebt? Lebt? Witzig! So, sorry, Herr Textwriter. Ja. Das war nicht ganz so der Plan. Ja, mach die Bäume mal weg. Okay.
Dann lass uns doch mal mit unserem Neuzugang. Hübsch. Ich mache mal kurz Fotoshooting hier. Okay. So schnell ist er nicht. Okay. Erntest du irgendwas? Nee. Ja. Generierst du Ausdauer, wenn ich mich nicht bewege, oder muss ich wie bei einem Flieger mit dir landen? Oh! Das ist natürlich nice. Ja. Relatop-Sattel. Okay. Ah! Mist. Oh. Das ist witzig. Gut, dann soll es das eigentlich auch für heute gewesen sein. Wir haben unsere Textwörter nach Hause gebracht. Wir haben einen schicken Neuzugang, um damit eventuell mal Ressourcen zu sammeln. Das würde ich gerne mal an den Kristallvorkommen ausprobieren, wo wir einen Teleporter haben. Spannend. Wir haben Astrodelfis. Ja. Ja. Insekten. Ja. Okay, kämpfen kann er gut. Langsam. Das liegt aber hoffnungslos. Oh, weg damit. Nur, dass ich so überladen bin. Schon wieder so viele Rohre hier. Wendig ist er. Sie. Genial. Parken wir dich mal. Darf sich satt essen. Ich würde dann bis zum nächsten Mal den neuen Tylakoleo mit dazu holen. Dass ich parke dich jetzt hier. Bleibst du auch hier? Oh, ey, wie wendig das einfach ist. Ist das genial. Ich parke dich einfach aufs Prinzip oben auf dem Dach. Das ist nämlich ziemlich cool. Das muss ich mal im Weltall ausprobieren. Okay. Ja. Ich glaube, ich will auch noch mal ein bisschen Elementfarmen gehen oder so. Aber das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.